Militärisch ist Afghanistan nicht zu helfen. Nach 10 Jahren Krieg ist kein Frieden in Sicht. Was passiert, wenn die Soldaten abziehen? Für den zivilen Aufbau sollen Milliarden fließen und einen Bürgerkrieg verhindern. Afghanistan, verlorener Krieg, verlorene Hoffnung. Guten Abend und willkommen zur Phoenix-Runde. Fast 1000 Teilnehmer haben sich auf der Bonner Afghanistan-Konferenz den Kopf zerbrochen. Mit Blick in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Friede, Sicherheit und Unabhängigkeit scheinen auch nach 10 Jahren Afghanistan-Einsatz weit entfernt. Die Frage ist, ob die kommenden 10 Jahre viel daran ändern werden. Was braucht das Land, das seit Jahrzehnten gebrandmarkt ist von Krieg und Terror? Afghanistan, verlorener Krieg, verlorene Hoffnung. Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Bei mir sind Markus Keim, Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Egon Rams, NATO-General AD und ehemaliger Chef der ISAF-Truppen in Afghanistan. Thomas Nees, ARD-Hörfunk-Korrespondent und Experte für Sicherheits- und Außenpolitik. Und Jürgen Klimke, CDU-Politiker und Obmann der Unions-Bundestagsfraktion im Entwicklungsausschuss. Herr Klimke, nun ist es 10 Jahre her, dass der Afghanistan-Einsatz beschlossen wurde. Würden Sie heute sagen, das war die richtige Entscheidung? Das ist schwierig. Wir haben Licht und Schatten. Wir haben hervorragende Entwicklungen teilweise im Bereich der Verbesserung der Situation für die Menschen, ob es Bildung ist, ob es Rechte der Frauen sind, ob es aber auch Demokratieansätze sind, die da herausgewachsen sind. Das alles sind positive Entwicklungen. Wenn zum Beispiel 30% der Mädchen jetzt zur Schule gehen, vorher vor 10 Jahren nicht zur Schule gegangen sind, Kindersterblichkeit sich verbessert hat, dann kann man sagen, es ist eine gute Entwicklung. Negative Entwicklung, wenn ich mir angucke und das Land sozusagen kritisch analysiere, wie es jetzt ist, dann ist nach wie vor ein Feld, großes Feld, das der Korruption anheimfällt. Mhm. Menschenrechte auch mit Schwierigkeiten versehen. Anschläge jetzt in den letzten Tagen. Sicherheitslage überhaupt nicht akzeptabel nach 10 Jahren. Das sind alles negative Punkte, die wir sehen müssen. Also es ist eine ausgewogene Bilanz. Die Hoffnung ist, dass sich das in den nächsten 10 Jahren zum Positiven wendet. Herr Keim, würden Sie sagen, dass dieser Einsatz von Anfang an, wenn man den Blick heute hat, ein Fehler war, so in der Form, wie er gemacht wurde oder wird? Also ich glaube, der Beginn des Einsatzes war relativ alternativlos. Man muss sich ja nochmal vergegenwärtigen, dass er zurückgeht auf die Anschläge des 11. September 2001 mit den Wochen, die danach folgten, der Besetzung Afghanistans im Oktober und der ISAF, die dann im Dezember 2001 installiert worden ist. Also die Truppe der NATO, die bis heute im Land ist, natürlich ungleich größer als damals. Und ich glaube, wenn man sich damals noch an die Situation erinnert, war, glaube ich, kaum eine andere Möglichkeit zu diesem Zeitpunkt, als diese Truppe zu installieren im Auftrag der Vereinten Nationen und auch mit deutscher Beteiligung. 10 Jahre später wird man eher nüchtern sagen müssen, dass gerade in dem Bereich, der ja primär abgedeckt werden soll, nämlich die Gewährleistung von Sicherheit oder noch präziser die Unterstützung der afghanischen Behörden bei der Gewährleistung von Sicherheit, große Defizite noch zu verzeichnen sind. Mhm. Und man muss sicher auch kritisch sagen, der Westen hat sehr, sehr viel Zeit verloren, hat sich mit anderen Zielen und anderen Prioritäten verzettelt. Und eigentlich diese eigentliche Priorität, nämlich die Gewährleistung von Sicherheit, darauf hat der Westen, die NATO genauer, eigentlich erst in den letzten 2 Jahren ganz deutlich fokussiert. Mhm. Herr Nils, was hätte da anders laufen müssen, wieder mit dem Blick von heute? Man hätte vielleicht den Vorschlag und den Beschluss der UNO am 12. September, einen Tag danach, ich war zu der Zeit ARD-Korrespondent in New York, habe den 11.9. dort auch miterlebt und mich natürlich überhaupt nicht gewundert, sondern das war notabene die einzige Möglichkeit, am 12. in der UNO in diese Richtung zu denken und dann am 7. Oktober einzugreifen, einzuschreiten, einzufliegen in Afghanistan. Aber man hätte vielleicht den Beschluss erweitern sollen um Pakistan. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz ernst gemeint, weil Pakistan schon damals eine Atommacht gewesen ist. Und ich will nicht den amerikanischen Geheimdiensten und unseren auch nicht unterstellen, nicht gewusst zu haben, dass dort auch Al-Qaida-Leute ausgebildet werden und Taliban Al-Qaida-Leute gedeckt haben. Also man hätte nicht nur militärisch, ich will jetzt hier nicht Luftschläge propagieren, aber in beiden Ländern, lassen Sie es mich so salopp sagen, aufräumen müssen. Das ist aber nicht besserwisserisch gemeint, denn ich habe ja gesagt, woran es gescheitert sein mag. Mhm. Herr Rams, wurde der Fokus zu stark auf das Militär gesetzt?
damals bei der Entscheidung zu sagen, wir machen diesen Einsatz? Militär alleine kann eine solche Auseinandersetzung nicht entscheiden und auch nicht gewinnen. Von daher ist auch der Satz, Afghanistan kann militärisch nicht gewonnen werden, eigentlich ein falscher Satz. Man muss schon sagen, nur militärisch oder rein militärisch nicht gewonnen werden, so wie es auch in den Resolutionen des Sicherheitsrates drinsteht. Die Begleitmaßnahmen, die dazugehören im Bereich des zivilen Wiederaufbaus, im Bereich der Ausbildung, im Bereich, ich sag mal, das, was dazugehört, um einen Staat auf die Beine zu stellen, also Regierungsfähigkeit, Justiz, alles, was dazugehört, hätte in einem gemeinsamen Programm deutlich früher anlaufen können. Mhm. Noch eine Anmerkung zu dem, was gerade mit Blick auf die NATO von Herrn Keim gesagt worden ist. Jawohl, das ISAF-Mandat stammt aus 2001. Die NATO war aber mit dem ISAF-Einsatz zunächst mal nur auf Kabul und Bagram begrenzt, bis ins Jahr 2003. Dann kam die Erweiterung nach Norden und Westen. Und die NATO hat die Verantwortung für ganz Afghanistan unter dem ISAF-Mandat übernommen im Oktober des Jahres 2006. Also wir reden nicht über 10 Jahre, sondern wir reden über 5 Jahre. Von daher eine völlig andere Situation. Aber ich glaube, die entscheidende Sache ist tatsächlich die, dass alles, was zur politischen Entwicklung, zu Entwicklungsarbeit insgesamt, zu Regierungsfähigkeit und diesen Faktoren gehört, eigentlich die entscheidende Rolle spielt. Was denn da zu spät? Sie sagen eben 2005, 2006, hätte man da von Anfang an das Militär anders aufteilen sollen? Ja, wir haben ja nicht genug gehabt dafür. Erstens war das Mandat zu Anfang auf Kabul und Bagram begrenzt. Das war also eine relativ kleine Fläche. Das heißt, wir hatten gar nicht die Möglichkeit, rauszugehen unter dem ISAF-Mandat. Hätten Sie gerne die Möglichkeit gehabt? Wir hätten die Möglichkeit gehabt unter dem Mandat der Operation Enduring Freedom. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber Sie erinnern sich sicherlich an die Diskussion in Deutschland. Es gab die Gutsoldaten, das waren die ISAF-Soldaten. Es gab die Schlechtsoldaten, das waren die unter Operation Enduring Freedom. Und Deutschland wäre mit einem solchen Einsatz, wie wir ihn dann in Afghanistan durchgeführt haben, unter Operation Enduring Freedom, glaube ich, nicht bereit gewesen, die gleiche Menge an Soldaten zu stellen. Mhm. Und die gleiche Aussage gilt auch für andere Nationen. Mhm. Wenn Sie den Aufwuchs nehmen, der in den letzten 2 Jahren nach Beginn der Obama-Regierungszeit begonnen hat, dann kann man sagen, wir haben heute genug Soldaten, um, ich sage mal, ein Drittel des Landes entsprechend unter eigener Kontrolle zu halten, mit allem Wenn und Aber, weil gegen Selbstmordattentäter haben auch wir kein wirksames Mittel. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass wir noch 2 Drittel des Landes haben, die noch einer entsprechenden Befriedung und einer entsprechenden Sicherheitsentwicklung bedürfen. Vor allem eine große Fläche. Und das haben wir uns noch vor uns liegen, das ist noch nicht geleistet. Herr Keim, war man da irgendwie so ein bisschen blauäugig? Ist man da zu schnell in die Sache reingegangen? Gerade Deutschland sich vielleicht doch von den USA zu sehr unter Druck setzen lassen und hat da vielleicht doch nicht das richtige Programm aufgesetzt damals? Ich glaube, das ist noch nicht mal ein deutsches Problem gewesen. Ich finde, Herr Rams hat den Punkt genau richtig gemacht. Wenn man sich das erste Mandat der Bundeswehr für Afghanistan nochmal anguckt, da fragt man sich ja damals, was wir damals gedacht haben, was das in Afghanistan sein würde. 1200 Mann umfasste damals das Kontingent. Das wirkt in der Rückschau nahezu naiv und heute fast lächerlich. Und gleichzeitig muss man aber sagen, es war damals nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in vielen anderen Ländern oder sogar auch in den Vereinten Nationen der dominante Eindruck des sogenannten Light Footprint. Also Afghanistan könne mit einer vergleichsweise kurzen Mission, mit einem vergleichsweise geringen militärischen Einsatz dauerhaft befriedet und stabilisiert werden. Da kann man natürlich in der Rückschau, muss man konstatieren, das war eine Fehleinschätzung. Das hat sich anders entwickelt, als wir alle gedacht und erhofft haben. Aber wie so häufig im Leben, hinterher ist man immer klüger. Aber hätte man sich das nicht in so einem Land doch denken können, dass das nicht funktionieren kann? Ja, wir haben, glaube ich, auch einen Ansatz erst relativ spät in die konsequente Hand genommen. Das ist die sogenannte vernetzte Sicherheit. Also einerseits den militärischen Bereich, der die Sicherheit sozusagen grundsätzlich darstellt, dann aber den zivilen Aufbau und auch die Form von Friedensförderung nach innen, aber vielleicht auch nach außen. Insofern ist natürlich Afghanistan und Pakistan eher aus meiner Sicht auch als eine Region zu sehen. Mhm. Vernetzte Sicherheit bedeutet ja, dass wir sozusagen diese 3 Elemente zusammensehen und versuchen, daraus das Optimum zu machen, nach dem Motto 1-1-1 sind nicht 3, sondern 4 oder 5 als Ergebnis. Das ist vielleicht etwas zu spät in dieser Breite sozusagen angesetzt worden. Also das, was ich vorhin sagte, Bildung, aber auch die Frage Sicherheit im Sinne von Polizei, Sicherheit von im Sinne von auch der Sicherheit, das zu behalten, was man aufgebaut hat, also die Erfolge sozusagen zu sichern. Herr Nees guckt da sehr skeptisch. Ja, ich gucke skeptisch, weil ich doch ein bisschen
mit Blick auf den Beginn des Ganzen, also 7. Oktober 2001 bis eben dann 2006, also auch andere, und ich sag's mal ein bisschen provokativ, auch vernünftigere Nationen Kontingente schickten, vernünftigere als es die Amerikaner waren, vielleicht zu spät gewesen ist, um da mit vernetzter Sicherheit und mit entwicklungspolitischen Ansätzen loszulegen. Ich bin nicht der Experte, schon gar keiner wie ein General, aber haben nicht die Amerikaner wirklich vieles falsch gemacht? In wessen Auftrag wurde eigentlich bombardiert? In wessen Auftrag wurde da ein Flächenbombardement gestartet? Vielleicht damals schon unbemannt mit Drohnen, aber sicherlich auch mit Kampfbombern. Das ist doch die Frage. Der Ruf, der ruiniert wurde, der Ruf des Westens, der dieses zerrüttete Land, das geht ja, Sie haben es zu Beginn gesagt, schon seit 1979, und nicht nur wegen der Taliban dort so zu, wie es heute noch anzutreffen ist, der ist, wie ich finde, von Amerikanern ruiniert worden und andere haben dann mitgemacht. Und dann wurde es umso schwerer möglicherweise, was Sie propagieren, da nun wirklich den Menschen zu zeigen, den weit über 20 Millionen, wir wollen euch helfen. Noch dazu, weil es in erster Linie Menschen sind, die eine Regierung vorfinden, die auch wieder von Amerikas Gnaden eingesetzt, nicht das Vertrauen der Bevölkerung hat. Ist es vor allem ein Vertrauensproblem tatsächlich? Ja. Der Anfang bestimmt. Der Anfang bestimmt. Also ich habe bei meinen Aufenthalten, die natürlich auch nicht so lang waren wie die Stehzeiten der Soldaten oder ein paar Soldatinnen, auch immer wieder diese unterschiedlichen Sichtweisen erlebt von der afghanischen Bevölkerung. Nicht nur von den Warlords, die in erster Linie an die eigenen Taschen und an die Fülle in den eigenen Taschen denken. Aber vernetzte Sicherheit ist ja auch eher die Begrifflichkeit, die wir sozusagen als Deutsche geprägt haben und die wir als Grundlage für unseren Einsatz genommen haben. Das ist nicht unbedingt sozusagen eine von allen auch breit akzeptierte Grundlage. Die Amerikaner, gebe ich Ihnen völlig recht, sehen eher ihren Schwerpunkt im militärischen Bereich. Während wir ja auch zum Beispiel versuchen sozusagen durch Dreieckskombination mit den Japanern, die im militärischen Bereich gar nicht vertreten sind, den zivilen Aufbau zu machen. Aber das scheint ja nicht zu genügen. Darf ich da mal vielleicht ein bisschen nachhaken oder vielleicht auch ein bisschen widersprechen? Also, Herr Nils, zu dem, was Sie gesagt haben, Flächenbombardements der Amerikaner haben in Afghanistan in der Form nicht stattgefunden. Es sind bestimmte Bereiche bombardiert worden, wie beispielsweise die Festung Tora Bora oder vergleichbare, wo man damals Bin Laden vermutet hat. Aber Flächenbombardements, wie sie zum Teil auch von den Sowjets durchgeführt worden in der Besatzungszeit, sind nicht durchgeführt worden. Zweite Anmerkung, parallel zu dem, was Sie gesagt haben mit der vernetzten Sicherheit, hat die NATO auf dem Gipfel in Riga den Comprehensive Approach entschieden. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, ja im Oktober 2006. Also etwa zum gleichen Zeitpunkt, wo die NATO die Verantwortung für ganz Afghanistan übernommen hat. Es hat allerdings eine Zeit lang gedauert, bis diese Strategie, sage ich mal, für Afghanistan umgesetzt worden ist. Letztendlich mit den entsprechenden NATO-Befehlen aus meinem eigenen Hauptquartier Januar 2009 und dann nach der strategischen Analyse von Stan McChrystal im Prinzip im Sommer, September 2009. Das gibt auch einen interessanten Blick nochmal auf die Zeitachse. Also wir haben praktisch jetzt seit 2009 eine geänderte Strategie, die auch nach meiner Auffassung besser passt als das, was vorher da war. Und die auch mit dem Aufwuchs Erfolge zeigt. Das sind jetzt 2 Jahre ziemlich genau. Das heißt, wir haben vorher 8 Jahre vertan, sage ich mal ganz einfach, weil wir möglicherweise einen falschen Ansatz gehabt haben. Wir sind jetzt 2 Jahre in der richtigen Strategie und kriegen jetzt von der militärischen Seite mit Blick auf die Entwicklung durch die Politik den entsprechenden Druck, uns zu beeilen. Das ist eine schwierige Situation, auch mit der Übergabe der Sicherheitsverantwortung. Aber Sie meinen, dass diese Strategie in dieser Form weitergeführt werden sollte und dass es dann doch noch zu einem Erfolg, nenne ich es mal, führen könnte? Also ich sehe den, um auf Ihre Titelzeile zurückzukommen, den Krieg in Afghanistan noch nicht verloren. Wobei ich mit Blick auf das, Entschuldigung, auf das Thema vernetzte Sicherheit oder Comprehensive Approach sage, wir müssen vorsichtig sein mit dem Begriff Krieg. Es ist eine Kampagne, die dort stattfindet, die eigentlich zu 75% oder 80% von zivilen Anteilen bestimmt wird und eigentlich nur zu 20-25%. Können Sie nicht von Krieg sprechen? Ich spreche von Krieg aus anderen Gründen, weil ich mich einfach zurückziehe auf den Begriff des internationalen Rechtes. In dem Falle rede ich über einen nicht internationalen bewaffneten Konflikt, auch um Kriegsrecht anwenden zu können, was wir als Deutsche ja bis Karl D. oder zu Gutenberg im Prinzip nicht gemacht haben. Aber es ist der Krieg oder das, was die militärische Sicherheit oder die Sicherheit angeht, ist nur ein ganz kleiner Teil der Gesamtkomponente des Nation Building in Afghanistan. Zurückkommend auf Ihre Frage, die Sie vorhin gestellt haben.
Ich glaube, dass die internationale Gemeinschaft dieses am Anfang 2001 unterschätzt hat. Das Land befand sich zu dem Zeitpunkt 20 Jahre in einem Ausnahmezustand. Mhm. Es gibt eine ganze Generation, die im Land im Prinzip keinen richtigen Frieden erlebt hat. Und das müssen die auch alles erst lernen. Und das kostet seine Zeit. Das kostet mindestens eine Generation. Mhm. Jetzt muss ich den Widerspruch des Widerspruchs aber auch noch ein bisschen widersprechen dürfen. Wenigstens eine kleine Rechtfertigung, wenn Sie gestatten, Herr General, für das, was ich da an Zweifeln anmeldete. Also immer dann, wenn mehr Zivilisten Opfer sind als Soldaten, und auch das ist sehr, sehr oft in Afghanistan passiert, dann kann die Operation ja nicht richtig gelaufen sein. Und diese Aufteilung, drei Viertel, ein Viertel, die Sie gerade darboten, die wäre ja prima, mal unterstellt, sie stimmt, wenn sie auch ein Spiegelbild im Materiellen hätte. Ich habe noch mal die Zahlen anlässlich der Bonner Afghanistan-Konferenz nachgelesen, unterstellt, sie stimmen, aber es gibt verschiedene Quellen. Und da kann ich immer wieder nur sagen, ein Zehntel ist für Entwicklungsarbeit aufgewendet worden und 9/10 für das Militär. Können Sie uns mal die gesamte Nummer nennen? Haben Sie das gerade? Naja, man ist so insgesamt bei 500 Milliarden Dollar gelandet für die Operation, für die ganze Mission Afghanistan bis heute. Und im Moment sind es 100 Milliarden Dollar, die alleine die Vereinigten Staaten pro Jahr reinstecken. Wir sind in Deutschland, die Deutschen bezahlen. Auch da ist es eine ähnliche Geschichte. Inzwischen 1 Milliarde plus minus Euro. Man sagt doch pro Soldat, pro amerikanischem Soldat pro Jahr eine Million Dollar. Und in Deutschland 1 Milliarde bei im Moment noch 5.300 Soldaten und Soldatinnen und 500 Millionen für Entwicklungshilfe. Ja, immerhin. Also das ist auch gesteigert worden in den letzten 1-2 Jahren, wenn es wenigstens dieses Verhältnis wäre in der Gesamtschau. Aber Herr Nils, bitte nicht mich ansprechen. Ich bin der Soldat, der den Auftrag der Politik aufgrund erteilter Mandate erfüllt. Und die Frage, ob ich ein anderes Gewicht reinbringe in die zivile Entwicklung und die militärische Sicherheit, oder die Sicherheit nicht nur militärisch, sondern auch gilt ja auch für die Polizei, entscheidet die Politik. Ich führe lediglich die Aufträge aus. Ja, Herr Keim, aber ist nicht wirklich die Frage, hätte man dieses Geld, das man sozusagen ins Militär investiert hat, nicht doch von Anfang an anders investieren können oder sollen, um da doch anders dran zu gehen? Ich glaube, wenn wir den Afghanistan-Einsatz mit den Zeitpunkten, die wir gerade eben nochmal gehört haben, Revue passieren lassen, dann stellt sich für mich weniger die Frage, dass eines zivile oder zivile nicht, sondern das richtig oder falsch. Tatsächlich ist es doch, glaube ich, auch in den letzten Jahren deutlich geworden, dass alle westlichen Staaten oder so gut wie alle westlichen Staaten ihre Truppenkontingente noch einmal aufgestockt haben, mehr Ausrüstung nach Afghanistan gebracht haben. Und das Entscheidende ist doch aber eher gewesen, nicht, dass das aufgestockt und verändert worden ist, sondern tatsächlich die veränderte Strategie, nämlich in die Breite zu gehen. Tatsächlich eben nicht nur zu suggerieren, dass man Gebiete kontrollieren würde, indem man mit gepanzerten Fahrzeugen durch die Gegend fährt, sondern tatsächlich, und Sie haben es ja mit 2009 noch mal angesprochen, die veränderte Strategie der NATO, tatsächlich sich darüber klar ist, dass man Gebiete nicht nur kurzzeitig freikämpft, sondern dauerhaft halten muss, um sie dann der Entwicklung und guter Regierungsführung zugänglich zu machen. Also ist das schon richtig? Das würden Sie als richtig bezeichnen? Absolut. Und würden nicht sagen, das Geld, das man da nun wirklich in Milliarden ausgibt oder ausgegeben hat, hätte man anders investiert? Nein, aber Afghanistan lehrt uns doch, dass der Dreischritt eigentlich immer in derselben Reihenfolge nachvollzogen werden muss. Das allererste ist Sicherheit. Gebiete, die nicht gesichert sind, nicht dauerhaft gesichert sind, in denen sehen wir keine gute Regierung. Und wir sehen auch keine Entwicklung des Landes. Das heißt, das ist das Allererste. Und weite Teile des Landes, Sie haben es ja eben angesprochen, sind das bis heute nicht. Und das ist ja das Problem. Und dann können wir nicht auf gute Regierungsführung hoffen oder Entwicklung dieser Gebiete. Und dementsprechend ist, glaube ich, es weniger ein Problem des zu wenig in der Vergangenheit sondern die falschen Instrumente sind angewendet worden, beziehungsweise die richtigen unzureichend. Mhm. Nils, Sie waren ja auf der Konferenz in Bonn, auf der Afghanistan-Konferenz. Ja. Sie waren auch dabei, Herr Klimke. Vielleicht können Sie beide mal beschreiben, was da für eine Stimmung herrscht. Also man hat sich schon ein bisschen gefragt, 1000 Menschen, die da zusammensitzen, sitzen da die richtigen Leute oder saßen da die richtigen Leute? Die richtigen schon, wenn sie alle da gewesen wären. Es war ja Pakistan zum Beispiel nicht da. Es ist uns Journalisten dann versichert worden vom Gastgeber und Bundesaußenminister persönlich. Ich habe mit seiner pakistanischen Kollegin gesprochen und die soll zugesagt haben, auch aus der Ferne die Überlegungen von Bonn mitzutragen und also auch an einer Stabilisierung in Afghanistan, eine dollere Worthülse habe ich in den letzten Tagen auch nicht gehört, Stabilisierung in Afghanistan erreichen zu wollen. Es fehlten
Da war ja ernsthaft nicht nur von Gutmenschen, Pazifisten etc., Blauäugigen im Mai, Juni gehofft worden. Auch ein paar Taliban könnten aufkreuzen. Da war auch kein einziger zu sehen. Das lag aber nun nicht an den deutschen Einladern, sondern, glaube ich, an der afghanischen Regierung, die ja die Regie hatte und die 34 oder 36 Personen ihrer Delegation selbst wirklich selbst zusammenstellen konnte. Also es war auch von denen niemand da. Und gerade eben, während ich das sage, habe ich in Erinnerung, was der luxemburgische Außenminister uns zurief. Da wir hatten kurze Gelegenheit, mit dem zu sprechen. Jean Asselborn, der sagte, hat das, fragte sich selbst, alles einen Zweck hier überhaupt? Es ist doch wirklich erst dann gewonnen, militärisch wie politisch in Afghanistan, wenn genau die Taliban an der Regierung beteiligt sind. Jetzt dürfte vielleicht jeder aufschrecken, aber das ist ja sowieso der andere Ansatz. Wenn ich nicht mit den Feinden rede, wenn ich die nicht versuche, irgendwie einzubinden, dann geht's doch nicht. Das geht nicht in Israel mit der Hamas, weil da eine Sperre ist. Es ging aber mal im Libanon mit der Hisbollah. Im Moment ist da gar nicht so Wildes zu vermelden. Und um mal kurz bei der Konferenz zu bleiben, wie haben Sie es erlebt? Es wurde ja nun auch wirklich viel gesagt, naja, so richtig was bei rumgekommen ist eigentlich. Naja, das ist auch grundsätzlich eigentlich das Ergebnis solcher Konferenzen. Da werden sehr viel auch Verbalfloskeln verkündet. Es wird sehr viel Shake-Hands gemacht. Es wird sehr viel miteinander gesprochen. Nägel mit Köpfen werden hinterher im Zweifel gemacht. Und das ist ja auch zum Teil das Ergebnis der Konferenz. Ich muss mal sagen, es hat einen Symbolcharakter, ganz eindeutig, nicht nur 10 Jahre sozusagen nach dem Einstieg. Der ersten Konferenz, die auch in der Bonn ersten Konferenz, hat. Inzwischen gab es viele andere Konferenzen. Naja, klar, aber trotzdem. Dann müssen wir sehen, es waren doch neben unserer Kanzlerin, neben dem Außenminister, neben Karzai, Hillary Clinton da, Frau Ashton war da, Ban Ki-moon war da. Es waren, ich schätze mal, 30 Außenminister von 65. Nein, Außenminister, teilweise waren ja Vize-Außenminister oder Botschaftsvertreter der 60 Gesamtstaaten da. Aber mit anderen Worten doch schon ziemlich hochrangig. Aber kann man nicht doch in einer solchen Situation, in der sich Afghanistan derzeit immer noch befindet und Fehler, die man möglicherweise gemacht hat, sogar eingeräumt hat, erwarten, dass es doch Ergebnisse gibt bei einer solchen Konferenz? Es gibt ja Ergebnisse. Es gibt ja Ergebnisse auch nach dem Besuch von Karzai hier in Deutschland noch einmal, das Abkommen, das jetzt direkt mit Deutschland abgeschlossen werden soll. Es gibt die Ergebnisse, eine weitere Zusammenarbeit, wie läuft sozusagen der strategische Ansatz für 2014 und was soll dann im zivilen Bereich laufen. Die Zusage auch deutlich, wir lassen euch nicht allein. Die politisch Verantwortlichen, die Menschen. Wir versuchen bis 2014 den militärischen Bereich sicherzustellen, um dann für die weiteren 10 Jahre auch die Mittel zur Verfügung zu stellen. Das hört sich alles eher nach Beschwichtigen an. Für eine solche Zusage, Millionen auszugeben, um 1000 Menschen an den durchaus schönen, das gebe ich ja zu, idyllisch gelegenen Reihen zu holen für 8 Stunden. Ja. Das kann kein Gegenwert darstellen. Es wird in der Tat, Zusagen hat es gegeben, aber der Sack zugemacht. Der Bundespräsidenten in Afghanistan kostet auch Geld, hat Symbolcharakter Ja, aber dann sehen den wenigstens die Afghanen und ein paar Soldaten. Aber das möchte ich nicht akzeptieren, weil wirklich der nächste Schritt in Chicago der NATO-Gipfel ist. Da wird es konkrete Ergebnisse geben, deshalb, weil man dann den Afghanen sagt, wie man eigentlich finanziert, was man bisher gemacht hat. Ja. Afghanische Sicherheitskräfte ausgebildet. Ja. Und dann gibt es den Termin in Tokio im Juli und dann wird sich Herr Karzai richtig freuen, weil er dann wahrscheinlich pro Jahr 5 Milliarden zugesagt bekommt von 2014 an. Aber das ist ja auch nicht die erste Geberkonferenz. Wir hatten, nachdem die Afghan National Development Strategy durch Karzai genehmigt worden war, hatten wir die Pariser Konferenz, wenn ich mich erinnere. Das war auch schon eine Geberkonferenz im Jahr 2008. Das, was in der Afghan National Development Strategy drinsteht, ist zu 2/3 mit Geld hinterlegt worden. Aber die Projekte laufen nach wie vor nicht. So, und damit sind wir bei einem der Probleme. Der afghanische Bürger muss sehen, dass es in seinem Lande besser wird, damit er auch entsprechend aus Überzeugung heraus die internationale Gemeinschaft und ISAF und andere unterstützt und auf die Art und Weise aus dem Ganzen ein vernünftiges Gebilde wird. Und da gebe ich Herrn Nils recht. Wir haben reichlich Konferenzen gehabt. Wie sagt das so schön? Der Worte sind genug gewechselt. Nun lasst uns endlich Taten sehen. Und das ist das, was ich erwarte, dass Taten wirklich kommen und dass Pläne gemacht werden, wie man bestimmte Dinge auch in einer gemeinschaftlichen Koordination
unter UNAMA oder unter der afghanischen Regierung und UNAMA mit NGOs, IOs und allen, die beteiligt sind, so konzertiert, dass man da auch tatsächlich vorankommt und für den normalen afghanischen Bürger die Fortschritte greifbar werden, die er seit 10 Jahren erwartet. Ja. Ich dachte, das haben wir doch durch Maßnahmen, zum Beispiel im Bildungsbereich. Wenn in einem Land, das sozusagen eigentlich die größten Defizite in dieser Sektion hat, jetzt der schulische Bereich stärker gefördert wird, auch vor allen Dingen etwas im Bereich der Berufsbildung, möglicherweise sogar mit dem dualen System aus Deutschland etwas gefördert wird, dann kann ich nur sagen, gerne. Ja. Nämlich hier sind wir beim Kernproblem. Wir haben über 40%, fast 48% Arbeitslose in Afghanistan. Und wir müssen dem normalen afghanischen Bürger die Möglichkeit verschaffen, zu arbeiten, Geld zu verdienen und seine Familie zu ernähren. Und da sind die entscheidenden Punkte. Ja. Und da muss dran gearbeitet werden. Ich glaube, wenn die Afghanen flächendeckend das nötige Geld verdienen würden, um überleben zu können und ihre Familien zu ernähren, hätten wir im Land möglicherweise A, wesentlich mehr Unterstützung, sowohl für die Zentralregierung als auch für die ISAF-Kräfte. Ja. Und wir hätten möglicherweise auch weitaus weniger Widerstand von Seiten der Aufständischen zu erwarten, als wir heute haben. Ja, das ist, glaube ich, in großen Teilen ein soziales Problem. Nicht Herrn Karzai und die Zentralregierung an sich, weil sie wenig angucken soll, den Sicherheitsexperten vielleicht an einen engeren Zügel zu nehmen. Über 10 Jahre ist das nicht gelungen. Der Bruder im tiefen Korruptionssumpf, das sind keine Behauptungen, das sind alles nachgewiesene Geschichten. Warum gelingt das nicht? Wegen der anderen Mentalität? Wieder, wird da auch zu wenig Druck ausgeübt? Wird der Karzai doch ein bisschen zu sehr locker behandelt, dass man sagt, na, wir sind froh, dass wir den überhaupt haben? Na, der Westen hat sich ja nur erst einmal darauf festgelegt und er ist zumindest durch Wahlen legitimiert. Man kann über diese Wahlen denken, was man will. Sie sind unter dubiosen Umständen abgelaufen, es hat Wahlfälschung gegeben. Aber zumindest in formaler Perspektive ist er legitimiert. Da werden wir nicht umhin können. Und ich glaube, für die verbleibende Zeit bis 2014 wird er der, wenn ich das so sagen darf, der Präsident, wird der Präsident des Westens bleiben. Und es gilt ja nochmal in Erinnerung zu rufen, dass seine Amtszeit dieses Datum 2014 auch markiert hat. Das ist ja ein sozusagen politisch determiniertes Datum. Und kein militärisch determiniertes Datum. Dieses 2014 ist das Ende seiner zweiten Amtszeit. Das ist aus sicherheitspolitischer Perspektive genauso gut wie 2015 oder 2016. Aber müsste trotzdem anders mit ihm umgegangen werden? Entschuldigung. Müsste trotzdem nicht doch anders mit ihm umgegangen werden? Wir haben gerade die Kritik gehört, dass man eben sagt, gut, es herrscht immer noch Korruption. Es herrschen immer noch im Prinzip diese Vetternwirtschaft, die man da einfach nicht unterbinden kann scheinbar. Die Erwartung des Westens werden ja seit 10 Jahren an ihn herangetragen. Also das, was man auch generell in der Entwicklungszusammenarbeit macht, diese Konditionalisierung zu sagen, wir geben Geld gegenüber guter Regierungsführung, die gegen Vetternwirtschaft vorgeht. Aber bisher tatsächlich angesichts auch der fragmentierten Macht ist es bisher nicht gelungen. Und ich glaube, wir müssen uns von einer Vorstellung lösen. In westlicher Perspektive erscheint er uns häufig als ein starker Präsident. Ich glaube, genau das Gegenteil ist zutreffend. Es handelt sich um einen schwachen Präsidenten, der tatsächlich darauf angewiesen ist, seine Machtbasis durch bestimmte Begünstigungen zu stärken. Und das ist dann Teil des politischen Systems, eben auch wegzuschauen, seine Entourage und diejenigen, die ihn politisch unterstützen, beziehungsweise die er glaubt, an seiner Regierung beteiligen zu müssen, zu begünstigen. Karzai sagt beispielsweise, dass er die Demokratie, wie der Westen sich sie vorstellt, nicht unbedingt in seinem Land sehen will, sondern dass es eher eine afghanische Demokratie wäre. Kann man das so hinnehmen? Ich glaube ja nicht, dass sich der Westen das noch so vorstellt wie vor 10 Jahren. Aber immer noch anders. Aber ich habe die Befürchtung und auch Anhaltspunkte dafür, von diesem Glauben nicht abzurücken, dass, sagen wir mal, die Profiteure der Gaben des Westens, also 80% des Haushalts, der in Afghanistan verteilt wird oder eingesetzt wird, kommt aus dem Westen, einige sagen sogar 90% und 10 oder 20% werden da selbst erwirtschaftet, dass die Profiteure dessen eben doch in erster Linie an das eigene Wohlbefinden denken und nicht daran, ihr Land zu befrieden. Und wenn sie Letzteres täten, dann wäre ein bisschen mehr Erfolg schon zu melden als dieses ewige, ich gönne das natürlich auch jedem, 2 Millionen Mädchen besuchen die Schulen, 25%. 2,7. Oder aber so. Bringt es dann wirklich was, noch weiter Geld fließen zu lassen, zu sagen, wenn es nicht an den richtigen Stellen ankommt? Nein, wir müssen das tun, was Sie völlig zu Recht gesagt haben, die Konditionierung sehr viel deutlicher machen. Und zwar auch, was unsere Glaubwürdigkeit betrifft. Wir können es nicht gegenüber Uganda machen, gegenüber Mosambik machen und gegenüber anderen Ländern, wo wir konsequent sind und bei Afghanistan immer die Augen zu machen, nach dem Motto, naja, das ist eine andere Situation. Wenn wir 500 Millionen Euro jährlich aus Steuergeldern
nach Afghanistan geben, dann können wir auch sehr viel deutlicher sagen, du hast dort Defizite, lieber warum Karzai. Und du hast warum machen Sie es nicht? Sie sind Politiker, sitzen in den Ausschüssen. Nein, wir machen das künftig. Diese Konditionierung ist ja relativ neu. Es wird ja erst konsequent durchgeführt seit 2 Jahren. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der bei Afghanistan sehr viel deutlicher in Zukunft eine Rolle spielen soll, damit auf der anderen Seite auch gesehen wird, wenn wir uns nicht bewegen, von bad nach good, dann bekommen wir kein Geld mehr. Und was Geld ist, weiß Karzai im Übrigen ganz genau. Was meinen Sie damit? Naja, das ist das Entscheidende, was ihn sozusagen in seiner Position hält. Und ich bin im Übrigen nicht ganz sicher, ob er nicht doch im Hinterkopf die Putin mit jeder Lösung hat. So nach dem Motto. Ja, oder es macht einer, der zunächst aus einer Familie kommt, für einen bestimmten Zeitraum wieder für eine Legislaturperiode, damit er dann die dritte nach diesem Zeitraum wieder übernehmen kann. Das ist ja bei der Vetternwirtschaft durchaus möglich. Ich hielte das für völlig falsch. Und es müsste von unserer Seite auch interveniert werden, so gut wir das können, wenn das der Fall werden sollte. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das nicht auch eine Rolle spielt. Und dieses natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, einem Tapfen zu sein, einem Geld zu sein. Darf ich vielleicht noch einen Punkt aufgreifen, den Sie eben angesprochen haben, nämlich die Abwesenheit der Taliban. Ich finde, das ist ein politisches Signal jetzt vom Montag, was man nicht, unterbewerten darf. Weil es hat ja Versuche gegeben, die Aufständischen an den Verhandlungstisch zu bringen, unter deutscher Vermittlung und die Taliban ergebnislos. Die Amerikaner haben im Oktober zugegeben, dass sie mit dem Haqqani-Netzwerk verhandeln, ergebnislos. Und das Signal, was glaube ich jetzt von Bonn ausgegangen ist, ist ja aus westlicher Perspektive insofern ein ganz bedenkliches, dass offensichtlich die Taliban nicht unter dem Druck stehen, sich an einem politischen Versöhnungsprozess beteiligen zu müssen. Ganz offensichtlich umgekehrt formuliert, begreifen sie sich als so stark, dass sie schlicht und ergreifend bis 2014 warten. Ansonsten hätte das Signal anders aussehen müssen. Und das ist, glaube ich, das, was uns sehr nachdenklich stimmen sollte. Wird das wirklich passieren, dass man da bis 2014 jetzt wartet? Also ich sehe das so, dass diese sehr intensive Abzugsdiskussion, die wir in den letzten Monaten gehabt haben und die Anfang dieses Jahres begonnen hat, schon 4 Botschaften geschickt hat, die möglicherweise nicht die richtigen Botschaften sind. Die erste Botschaft geht an unsere eigenen Bürger, die eine bestimmte Erwartungshaltung mit Blick auf 2014 bekommen haben. Spätestens Anfang 2015 sind die Kampftruppen raus. Das ist auch bisher eigentlich nirgendwo offiziell in dieser Form gesagt worden. Auch da habe ich meine Zweifel. Die zweite Botschaft, falsche Botschaft, geht an unsere Soldaten. Die dritte falsche Botschaft geht an die afghanische Bevölkerung. Und die vierte falsche Botschaft geht an die Taliban. Also wenn die Taliban jetzt tatsächlich auch von der militärischen Seite her noch erheblich stärker unter Druck gesetzt würden, gehen sie in ihre Sanktuarien, warten bis 2015 und dann kommen sie wieder. Das heißt, die Sommerkampagne 2015 wird eine interessante Zeitenwende werden. Also die Afghanen glauben, sie werden das nicht selbst schaffen, bis dahin die Sicherheitskräfte zu haben, die Soldaten zu haben, um wir das haben selbst in den Griff zu bekommen. Wir haben einen großen Unterschied in dem Augenblick. Wir haben dann die Afghanen zwar da, aber dann müssen wir auch mal gucken, was heißt Afghanen? Wir reden über verschiedene Ethnien, wir reden über verschiedene Glaubensrichtungen, wir reden darüber, dass beispielsweise der afghanische Verteidigungsminister vor kurzem beklagt hat, dass er nicht genügend Soldaten aus dem Bereich der Paschtunen bekommt, also im Süden und Osten, wo die kritischen Stellen sind. Aber er kann auch keine Tadschiken und Usbeken bei den Paschtunen einsetzen, weil das zwischen der Bevölkerung und den Soldaten zu entsprechenden Verwerfungen führen würde. Und da sind schon Ecken, sage ich mal, mit denen man sich noch sehr intensiv beschäftigen muss, um zu gucken, wie da die Lösungen aussehen können. Und ich sage das mal einfach, wenn ich an der Position von Mullah Omar wäre, um bei dem Thema Taliban Quetta-Schura zu bleiben, wenn mir das zu warm würde, würde ich sagen, Männer, zurück, Kalaschnikow eingraben und dann warten wir mal bis Anfang 2015, ich sage mal so März 2015 und dann graben wir sie wieder aus. Also da glauben Sie, wird ein Bürgerkrieg kommen? So hört sich das jetzt. Das ist das zweite Risiko dabei. Das sehe ich im Augenblick noch nicht. Aber zumindest, sage ich mal, ist es in Afghanistan, auch mit Blick auf die Geschichte, Nordallianz geht nach Süden, in den Kabuler Raum und dergleichen mehr, auch mit Blick auf die Geschichte, eigentlich aufgrund der verschiedenen Ethnien angelegt und ist zumindest ein erhebliches Risiko, welches dann die Sicherheitslage in Afghanistan noch mal deutlich nach unten drücken würde. Ganz zu schweigen von der Frage, die wir vorhin auch schon mal aufgeworfen haben, wie man die Schleusentore in Pakistan schließen kann. Denn das ist ja ein Land, das den Nachschub schickt, also nicht nur den menschlichen, sondern auch den materiellen. Das ist ein Land, das mächtiger ist, das auch politisch eben nicht nur dank der Atomwaffen, die da ja vorhanden sind, sondern auch der ganzen Struktur des Landes, also wirklich das Gewicht in der Region hat. Und darüber ist übrigens auch in Bonn null geredet worden, weil kein Ansprechpartner da war.
Und wir müssen vielleicht auch sogar den Iran noch im Zweifel. Na, der Außenminister war ja da, glücklicherweise. Hineinbeziehen, was die Verantwortung betrifft. Ne? Dann muss man auch Indien sehen, dann muss man China sehen, den Iran sehen. Und wenn ich Indien und China betrachte, spielt Pakistan mit seinen 170, 176 Millionen Einwohnern eine Nebenrolle, sage ich mal. Aber natürlich, die Aussage ist richtig von Ihnen, Pakistan ist dann etwa, was die Bevölkerung angeht, sechsmal so groß wie Afghanistan. Das muss man sehen. Das heißt, da gibt es ein Ungleichgewicht. Und wieder die Geschichte, die Grenze, die zwischen Pakistan und Afghanistan mal gezogen worden ist, geht durch Stämme und Familien. Das muss man deutlich sehen. Herr Keim, ist das wirklich ein Grundproblem, dass es diese verschiedensten Stämme, diese verschiedenen Religionen, und dass, wenn dann wirklich 2014 der Abzug ist, dass alles wieder aufeinander prallt? Also natürlich können wir nicht in die Kristallkugel schauen, und ob es wirklich ein Bürgerkrieg wie in den 1990er Jahren gegeben wird, ist aus heutiger Sicht spekulativ. Aber ich halte es für hochgradig wahrscheinlich, dass es zu einer politischen und ethnischen Fragmentierung des Landes kommen wird. Also das heißt, dass wir auf der Landkarte Afghanistan auch 2015, 16 identifizieren können. Aber dass weite Teile des Landes der politischen Verfügungsgewalt der Zentralregierung entzogen sind. Also dass sich so etwas herausbilden wird, wie wir es bereits heute noch viel klarer bereits in Pakistan haben. Also Gebiete, die letztlich von anderen nichtstaatlichen Akteuren oder quasi staatlichen Akteuren kontrolliert werden. Und Afghanistan dann wieder eigentlich das zu werden droht, was es nie wieder werden sollte aus westlicher Perspektive, nämlich ein Rückzugsort, also ein Staat, der kein Staat mehr ist und sich wandeln kann zu einem Rückzugsvorbereitungs- und Rekrutierungsort des internationalen Terrorismus. Also damit würde Afghanistan wieder da ankommen, wo eigentlich die Geschichte des Westens mit Afghanistan 2001 also angefangen falsch? Hat. Bitte? Ist der Abzug falsch? Sollte man? Naja, das ist die Frage. Ich glaube, die Situation würde immer eintreten. Ob wir in 2 Jahren abziehen, in 6 Jahren abziehen oder in 10 Jahren abziehen, das ist anschließend die Gefahr. Sie haben davon gesprochen, dass man sich vorher sagen kann, von einer Talibanisierung sprechen könnte. Aber je mehr wir an den zivilen Aufbau sicherstellen und je mehr die Menschen sehen, was sie von dem zivilen Aufbau haben, dass sie ihre Zukunft damit sichern können, desto weniger wird der Einfluss der Talibane möglich. Das ist ja die Perspektive. Für die Entwicklung dieser Abzugspläne ist ja mal Arbeit geleistet worden in Kabul zwischen dem damaligen ISAF-Kommandeur, Stan McChrystal hinter David Petraeus, dem NATO Senior Civil Representative, Mark Setville, Stefan de Mistura von UNAMA, zusammen mit der afghanischen Regierung, hier mit dem Dr. Rasul, dem Außenminister, und mit dem Präsidenten selber. Und in diesen Papieren, die damals geschrieben worden sind, steht überall drin conditions-based. Also basierend auf erfüllten Bedingungen wird der entsprechende Abzug und die entsprechende Sicherheitsübergabe durchgeführt. Und das Erstaunliche für mich ist, dass dann mehr oder weniger aus innenpolitischen Gründen in etlichen der ISAF-Staaten diese Diskussion angeheizt worden ist. Und wir denken möglicherweise in den betroffenen Staaten, also aus unserer eigenen Perspektive, zu sehr in 4-Jahres-Rhythmen. Und die Afghanen, wie sagt man immer im afghanischen Sprichwort, wir haben die Zeit, ihr habt die Uhr, ja, denken in anderen Kategorien in dieser Beziehung. Das ist vielleicht auch ein Fehler, wo wir insgesamt eigentlich lernen müssen, das Problem Afghanistan mal ein bisschen mehr mit afghanischen Augen zu betrachten. Was in der Anfangszeit versäumt worden ist, und daraus aus diesem... Aber es scheint ja jetzt auch wieder versäumt zu werden. Na, das nicht. Also in den Papieren, die in Bonn fertiggestellt wurden, sind ja afghanische Augen oder afghanische Blickwinkel zu entdecken. Es ist ja da auch gemeinsam erarbeitet worden, worauf es ankommen soll. Und es sind, aber das sind auch wieder so blumige Worthülsen, Gegengeschäfte, die da aufgestellt wurden. Es ist ja gesagt worden, wir werden euch im Juli in Tokio in der Geberkonferenz, auf der Geberkonferenz nur dann diese Zusagen machen, die jetzt noch fehlen, wenn bis dahin sich abzeichnet. Good Governance, also der Aufbau wirklich von Verwaltungsstrukturen, eines Rechtssystems, der Kampf gegen die Korruption tatsächlich mal geführt wird und nicht nur paraffiert wird mit Worten. Warten auf Godot. Ich habe ja General Rams auch nicht so verstanden, dass er sagt, alle Soldaten sollen da bleiben, sondern nur kritisiert hat, dass die Terminierung, der Fahrplan nicht so strikt, in der Tat wie eine Gottesgabe, da den Taliban in die Zelte oder auch festen Häuser gelegt wird. Also würden Sie auch sagen, das hätte man anders machen sollen, oder möglicherweise sollte man auch über 2014 noch über Militär vor Ort nachdenken? So wird es wahrscheinlich auch bleiben. Es werden ja die Kampftruppen zunächst einmal abgezogen. Es wird zumindest noch Sicherheitskräfte geben. Und nicht jeder militärische Berater
Und es muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass die, und es sind schon einige Hunderttausend, die ausgebildet wurden, afghanische Sicherheitskräfte, auf der Seite der Polizei, ebenso wie auf der Seite von ANA, also der Seite der Soldaten. Nur, da fällt mir wieder eine Äußerung von der Konferenz ein, von ihrer, nicht Parteikollegin, aber Koalitionskollegin Elke Hoff, der Fachfrau bei der FDP, die sagte, alles gut und schön, nur hoffentlich wird das Geld bereitgelegt, um diese ausgebildeten Soldaten und Polizisten zu bezahlen. Richtig. Und dann fragte ich, wie viel ist das ungefähr? Und dann sagt sie, na ja, kommen auch ein paar Milliarden zusammen. Also das ist wieder die Frage. Wenn die dann ausgebildet sind und bei den Milizen oder sogar der Taliban-Bewegung mehr Geld erhalten als vom afghanischen Staat, dann war das Ganze ein Rohrkrepierer. Ich kann diesen Punkt von Herrn Nils wirklich nur noch mal unterstreichen. Wir haben zu Anfang des Jahres 2010 den Sold für die afghanischen Soldaten und Polizisten erst mal gleichgesetzt, weil die Polizisten vorher weniger verdient haben als die Soldaten. Und wir haben den Sold raufgesetzt von 110 Euro im Monat, nein, ich verbessere, Dollar im Monat, auf 165 Dollar im Monat pro Nase als Grundgehalt, sage ich mal. Können wir das einschätzen? Das ist in Ordnung für die Menschen dort? Also Sie können Daumenzahl, Sie können sagen, Sie brauchen etwa, um in Afghanistan zu überleben, mit einer normalen Familie, also 6- bis 7-köpfigen Familie, so eine Größenordnung von 2000 Dollar im Jahr. Das ist so die Größenordnung. Das heißt, mit 165 Dollar im Monat sind Sie schon knapp gestrickt. Da kommen Sie da so gerade eben also runter die Frage, unter diese Zahl. Wie viele haben daran Interesse, wirklich auch daran mitzuwirken? Ist ein finanzieller Anreiz sozusagen da? Oder? Ja, ich sag mal so, es hat zumindest dazu geführt, dass die Verlustrate bei den afghanischen Streitkräften und Polizisten zeitweilig deutlich gesenkt werden konnte, die beispielsweise bei der Polizei wegen der schlechteren Bezahlung bei fast 30% gelegen hat. Und gegen 30% Verlustrate können Sie gar nicht gegen an ausbilden. Da kriegen Sie einfach die Zahlen nicht mehr hin, da haben Sie gar keine Chance mehr. So, das heißt, über die Bezahlung halten Sie die Leute bei der Stange, haben ein geringeres Ausbildungsaufkommen letztendlich und können auf diese Art und Weise Ausbildung und alles, was damit zugehört, organisieren. Ich nenne ein anderes Beispiel, welches auch für uns nicht neu war. Wir wussten das alle. Wir wussten alle, dass wir über 75-80% Analphabetentum in Afghanistan hatten. Da musste erst ein amerikanischer Dreisterner kommen, der im Jahre 2009, Oktober, seine Verantwortung übernommen hat in der NATO-Training Mission Afghanistan, die ja auch Polizei in großer Menge ausbildet, und hat ja Lese- und Schreibprogramme eingeführt, durch die jetzt alle Polizisten und alle Soldaten durchgezogen werden, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, die machen neben ihrer normalen 7-8-stündigen Ausbildung am Tag, machen die dann abends noch 2-3 Stunden Lesen und Schreiben, damit sie nach ihrer Grundausbildung auch tatsächlich ein bisschen lesen und schreiben können. Immer noch auf niedrigem Niveau, aber besser als vorher. Stellen Sie sich mal den Polizisten vor, der die Gesetze nicht kennt und versucht, seine Mitbürger zu erklären, wie die Gesetze lauten. Jetzt hat man in den letzten 10 Jahren ja nun durchaus eher kleine Schritte gemacht. Glauben Sie, dass jetzt in dem nächsten Jahrzehnt größere Schritte gemacht werden können? Sind Sie da hoffnungsvoll? Ich bin leider, obgleich ich von Natur aus Optimist bin, in dieser konkreten Frage eher Skeptiker. Meine Befürchtung ist, dass angesichts der budgetären Beschränkungen, denen alle westlichen Industrienationen unterliegen, angesichts der sich verschiedenen politischen Prioritäten, es ist eine alte Erfahrung, dass Politik vielleicht gerade mal 2 bis allerhöchstens 3 Krisen bewältigen kann, ist meine Befürchtung, dass wir unter großem von der Innenpolitik getriebenen Zeitdruck Gebiete Afghanistans als übergabereif einfach deklarieren werden. Man wird einfach behaupten, die Sicherheitslage wird reif sein und dass die Aufmerksamkeit trotz der entgegenläufigen rhetorischen Bekundung vom Montag nach 2014 sich radikal von Afghanistan abwenden wird. Und was in Afghanistan im Jahr 2016 und 2017 passieren wird, wird weite Teile der westlichen Bevölkerung nicht mehr sonderlich interessieren. Wie hoffnungsvoll sind Sie? Sie sind als Politiker und in diesem Geschehen direkt beteiligt. Naja, wir müssen das, was wir investiert haben, auch versuchen, mit einer Rendite zu versehen. Und das bedeutet, dass wir noch Gas geben müssen. Wir müssen Gas geben bei weiteren Investitionen, bei weiteren Maßnahmen im Land, im zivilen Bereich. Und wir müssen auch zusehen, dass vor allen Dingen in Afghanistan Gas gegeben wird. Dass die Negativentwicklungen gestoppt und zu positiven Entwicklungen werden. Das ist schwierig. Ohne Pakistan geht nichts. Und ich stimme Rupert Neudeck, ich habe heute in einer Nachrichtenagentur, dem Begründer von Kap Anamur und Grünhelm etc. zu, der sagt, mit dieser Regierung, auch wenn Karzai, was ich auch schon mal festgestellt habe, ein netter Mann ist, ist das nicht zu machen. Es muss eine andere, sagen wir mal, repräsentative unter Beteiligung der Taliban-Regierung dahin, damit wenigstens der Wert von Entwicklung erkannt wird und dann auch die Gelder in die richtigen Kanäle fließen.
Ich danke Ihnen recht herzlich für die spannende Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Danke, dass Sie meine Gäste waren, und Ihnen danke fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss.